Bei der Explosion einer 10-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Dienstagabend in Göttingen 3 Menschen getötet und 2 schwer verletzt worden. Die Detonation ereignete sich um 21.36 Uhr, etwa eine Stunde vor der geplanten Entschärfung durch Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Der Schützenplatz, wo die Bombe explodierte, und die nähere Umgebung zwischen Maschmühlenweg, Godehardstraße und Leinetal bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Die 3 getöteten Männer im Alter von 55, 52 und 38 Jahren waren Mitglieder des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit zum Teil langjähriger Einsatzerfahrung. Die 2 Schwerverletzten sind laut Universitätsklinikum außer Lebensgefahr. Ein Radius von 300 Metern um die Unglücksstelle ist abgesperrt, darin befindliche Schulen und Kitas bleiben geschlossen und auch die Produktion in den betroffenen Unternehmen ruht. Wie Stadtrat Hans-Peter Sürmann am Mittwoch mitteilte, gibt es auf dem Schützenplatz mindestens 10 weitere Verdachtsfälle. Der thüringische Kampfmittelbeseitigungsdienst macht sich zur Stunde vor Ort ein Bild von der Lage.